Herzlich willkommen, liebe Rapid-Fangemeinde. Hier ist wieder mal Reden wir über Rapid. Unsere Stimmung ist gut, das Wetter ist mies und trotzdem werden wir eine sonnige Sendung machen. Wir unterhalten uns heute mit Jovi, mit Patrick. Viele von Ihnen wissen schon jetzt, wer gemeint ist. Und dieser Jovi beweist uns heute, dass er wirklich Ruhe bewahren kann und Durchstehvermögen hat, denn er wird mit uns im Regen sitzen und trotzdem das ganze Interview lang da bleiben. Freuen Sie sich also jetzt auf Patrick Jovanovic. Zuerst einmal danke, Patrick, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Und gleich stelle ich die Frage hintan, wie ist es für euch Profifußballer, Interviews zu geben? Ist das eine lästige Pflicht? Na, ich glaube, das gehört zum Geschäft dazu, dass die Interviews, die gehören einfach dazu. Es ist halt, die einen kommen mehr dran, die anderen weniger. Aber es gehört ganz einfach dazu, zum Geschäft. Es gibt sehr viel, was zu einem Geschäft des Profifußballers noch dazu gehört. Ich denke daran zum Beispiel an Dressen präsentieren, wenn sie neu sind, an Fotoshootings, an Autogrammstunden. Ist das für euch mehr angenehme Abwechslung oder nehmt ihr das halt so mit? Naja, wie gesagt, es gehört alles dazu. Es gehört auch, die PR-Termine gehören dazu, ganz einfach. Und zur Zeit, da ich verletzt bin, trifft es mich eher am meisten. Denn der Trainer will, dass die Spieler, die was spielen, eher in Ruhe gelassen werden. Aber es ist eine abwechslungsreiche Sache und sind auch angenehme Dinge dabei. Machst du sowas gern, den persönlichen, direkten Kontakt zu Fans wahren? Ja, es gehört ganz einfach dazu. Die kleinen Kinder und so, die freuen sich, wenn du mit ihnen sprichst oder Autogramme gibst. Also da ist sehr viel Freude dabei auch. Ihr gebt ja Autogramme auf die unterschiedlichsten Dinge sozusagen, ne? Also Kapperl, Leiberl, gibt es ja auch ab und zu Autogramme auf Haut sozusagen? Also bei den ganz Kleinen und so 10-Jährigen bis 12-Jährigen, auch noch Jüngere, da kommt es schon vor, dass die Hand hingehalten wird und du musst unterschreiben und auf Pullovers und auf Hosen, nicht nur auf Kapperl und Schals, also sind einige Dinge dabei. Jovanovic, ja, der hat auch seine Tag. Mittelfeld ist ja nicht schlecht. Jetzt im Moment bist du gerade verletzt. Das ist eine langwierige Verletzung, die sich möglicherweise noch einen Monat dahin ziehen wird. Und bist jetzt gerade im Konditionstraining. Was machst du da hauptsächlich? Na gut, die Verletzung ist vor 2 Monaten passiert. Das ist ein Bruch von Ober- und Unterschenkel. Der Dr. Zivko hat gesagt, das dauert 3 Monate schon am Anfang her. Und ich bin jetzt im Training beim Konditionstrainer Meyer und da habe ich mein eigenes Aufbauprogramm. Ich soll meine Füße ein bisschen schonen, wegen dem Knie, aber sonst der Oberkörper kann ich alles trainieren. Bist du jemand, der mit seiner Ruhe die ganze Mannschaft beeinflussen kann? Naja, den manchen kommt es so vor, dass ich zu ruhig bin und die müssen mich dann aufwecken, aber sagen wir so, ich bin ziemlich ruhig und man, es kommen sicher Situationen vor, wo ich dann auf 100 gehe, aber es ist sehr selten. Wie würdest du denn prinzipiell sagen, gibt es einen durchschnittlichen Unterschied charakterlich gesehen zwischen Stürmern und Verteidigern? Naja, Stürmern, die haben die Aufgabe, Tore zu machen, mir zu verhindern und wenn man so sieht, den Freddy Bobic, wenn er Chancen verhaut, der ärgert sich maßlos drüber und das ist halt sein Charakter nicht und so. Bei den Verteidigern ist es halt auch nicht anders, wenn man halt Gegentor kriegt oder was. Oder Fehler macht, ärgert man sich auch drüber. Ein Eigentor hat einmal gegen Rick geschossen, das war nicht so super. Nein, aber sonst ist er eh lärmend. Ein bisschen schiere Frisur, aber sonst passt. Die Verteidiger müssen mehr die ruhigen, besonnenen sein, die dann ruhig an den Mann gehen und nur versuchen, alles zu verhindern, während die Stürmer mehr mit ihrer Aggression die Aggression ausleben sollten. Siehst du das auch so? Naja, es gibt auch aggressive Verteidiger, aber gut, als Verteidiger kann man nicht so ungestüm attackieren oder aggressiv muss man immer sein und so, aber man muss vorsichtig sein wegen die Fouls und so. Das ist schon sehr gefährlich und die Stürmer haben es halt
leichter. Die können stoßen, halten und wenn es einmal gepfiffen wird, ist gut. Wenn nicht, dann schaut der Verteidiger immer blöd aus. Ihr werdet ja ab und zu eingeladen von Fanclubs, dort auch aufzutreten, euch einer Diskussion zu stellen, Fragen zu beantworten. Nützt ihr solche Gelegenheiten, um eventuell den Fans zu sagen, hört's auf mit diesen rassistischen Zwischenrufen, feuert's lieber uns an, als gegen die gegnerische Mannschaft zu buhen und zu rufen? Na, ich glaube, unsere Fans machen das selten oder gar nicht. Also da gibt es vielleicht ein, zwei Personen, die es nicht mögen, aber ich glaube, unsere Fans sind das überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben sehr gute Fans und von denen, glaube ich, kann man das nicht erwarten. Der Patrick, wie er jetzt heißt, ich kenne ihn auch gut. Der hat mich schon heimgeführt einmal, nicht so man privat hat. Ich verstehe mich gut, ich verstehe mich mit allen Spielern, nicht weil ich jeden kenne, nicht persönlich. Bist du eigentlich ein ehrgeiziger Mensch, was das Fußballspielen, das Training betrifft? Ja, sagen wir, man muss immer ehrgeizig sein, sonst kommt man nicht weiter. Aber ich trainiere halt so wie eh und je und das muss dann der Trainer entscheiden. Aber sicher ist ein Ehrgeiz dabei. Ist das Training sozusagen in Österreich ausreichend? Ja, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist oder so, aber was man da hört, die trainieren auch nicht, weiß Gott, wie viel mehr wie wir. Und es reicht, glaube ich, vollkommen aus. Hast du vor, wenn deine aktive Karriere vorbei ist, dem Fußball weiter treu zu bleiben? Ja, es gibt im Umfeld sicher viele Möglichkeiten, dem Fußball treu zu bleiben, aber darüber zerbreche ich mir jetzt noch nicht den Knopf. Da habe ich noch 5-6 Jahre Zeit, glaube ich, und dann muss man sich was überlegen, was man macht nachher. Patrick, gehen wir mal zu dir privat. Wie würdest du dich denn privat beschreiben? Was ist ungefähr dein Charakter? Naja, ein ruhiger Mensch, reg mich selten auf, also eher ruhig und ich bin eher im Hintergrund, nicht so auffällig und so. Das ist auch schon im Spiel so, glaube ich, dass ich eher meine Aufgaben erledige und nicht so im Vordergrund stehe. Du bist einer der wenigen Rapidler, die noch ledig sind? Nein, also das stimmt absolut nicht. Es ist so, auf der Autogrammkarten steht, dass ich noch ledig bin. Aber ich bin seit dem 6.6.97 schon verheiratet. Oh, das tut mir leid. Also hiermit die offizielle Nachricht. Der Patrick ist bereits vergeben. Schade, schade. Du bist also erst ganz kurz verheiratet, also nehme ich an, noch glücklich. Ja, es war vorher schon eine glückliche Zeit und die Hochzeit, die war dann wunderschön und jetzt bin ich noch glücklicher, sagen wir mal so. Ist deine Frau selbst auch Fußball begeistert? Also meine Frau, die geht sehr gerne ins Stadion, noch lieber, wenn ich spiele. Es tut ja auch sehr weh, wenn ich nicht spiele und nur Ersatz bin, aber sie geht bei den Heimspielen immer aufs Match. Der Patrick Jovanovic, Kaiser genannt, für viele der kommende Libero in Österreich, kann am Ball sicher sehr viel. Manchmal ist er ein bisschen zu Ball verliebt oder ein bisschen zu schlampert im Abspiel, aber der Jovi ist sicher ein Kicker, der bei uns in der Mannschaft ganz einen fixen Bestandteil bildet. Jetzt würde mich interessieren, wie habt ihr euch kennengelernt? Du hast zuerst gesagt, du bist ein stiller Typ. Heißt das, die Frauen müssen schon dich ansprechen oder gehst auch du mal in die Offensive? Nein, also das war vor, das ist schon länger her, 5-6 Jahre. Wir haben gemeinsam gelernt. Ich habe Großhandelskaufmann gelernt. Sie war ein Lehrjahr über mir und sie ist dann aus der Firma gegangen und irgendwann hat sie mich dann angerufen und hat sich so ergeben halt. Patrick, bist du Romantiker? Naja, romantisch schon, aber nicht so sehr. Also es hält sich in Grenzen. Also du bist jetzt nicht jemand, der zur Freundin oder zur Frau um 5 in der Früh sagt, komm, steigen wir ins Auto, fahren wir am Kahlenberg und schauen uns einen Sonnenaufgang an? Nein, also das auf keinen Fall. Also ich bin eher zu Hause, aber so, dass man solche Einfälle eher nicht. Bist du jemand, der gerne lacht? Naja, wenn die Stimmung passt und was zum Lachen gibt, bin ich immer dabei.
Wenn du dich mit Freunden triffst, was bevorzugst du da? Ein großes, lautes, fröhliches Fest oder eher eine stille Runde mit eventuell Diskussionen über bestimmte Themen? Naja, ein großes Fest eher nicht. Das große Fest war die Hochzeit. Da sind wir halt im Mittelpunkt gestanden, aber sonst, wenn man mit Freunden fortgehen oder was, da setzt man sich in Ruhe zusammen, genießen oder was. Aber dass wir so auf den Tisch hauen, ist nicht unsere Sache. Also guter Libero, aber eben beim Zusammenspiel ganz noch nicht so gut, meine ich. Wie hältst du es denn jetzt zu Hause mit halbe-halbe? Es gibt diese große Aktion, auch Männer sollen mitarbeiten, staubsaugen und abwaschen. Bist du da jemand, der das tut? Sagen wir mal so, ich helf mit im Haushalt, dadurch, dass meine Frau auch berufstätig ist und kommt um 16:30 oder um 17:30 nach Hause, ist das für sie auch eine Erleichterung, wenn er ein bisschen zusammengeräumt ist. Er ist ein guter Verteidiger und er so spielt super in der Abwehr. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, deine Zukunft betreffend, wie sollte deine Zukunft bis ins hohe Alter aussehen? Naja, mal der Wunsch ist, gesund zu bleiben. Das ist einmal die Voraussetzung, dass man was erreichen kann. Ich muss halt schauen, dass ich fit wäre und dass ich, wenn möglich, auch sehr bald wieder spiele, nicht? So, das war Patrick Jovanovic. Mir ist eiskalt, ihm ist eiskalt. Ich würde unglaublich gern jetzt hüpfen und mich bewegen, aber mein Kameramann erlaubt es mir nicht. Daher sage ich nur noch schnell, in der nächsten Sendung unterhalten wir uns dann mit Thomas Zingler. Viel Spaß bis dahin, auf Wiedersehen.